Danach sehen wir die Reiter von Müllers Pferdeparadies und das Haflinger-Gestüt des Molva im Anschluss auf den beiden Haflinger, die einmal im Western-Reitstil und einmal im englischen Reitstil sich präsentieren. Und als letztes sieht man den Borghesen, einer der wirklich ältesten italienischen Pferderassen. Und von dem gibt es generell relativ wenig Exemplare und in Deutschland nur eine Handvoll. Und am Ende sehen Sie zwei von den Isländern, die sich hier auch nur im Rahmenprogramm täglich präsentieren.